Abend an alle Webinarteilnehmer. Im Namen von FX Flat begrüße ich Sie zu unserem heutigen ATAS-Webinar zum Thema Eisberg-Orders. Mein Name ist Wolfgang Dender und an meiner Seite habe ich heute nicht einen, sondern zwei ATAS-Spezialisten, nämlich den Michael Burgstaller und den Bernhard Wedel. Gezeigt wird man, wie man mit Hilfe von Eisberg-Orders dem großen Geld in Echtzeit folgen kann und tatsächliche Handelsvolumina, die im offenen Orderbuch nicht ersichtlich sind, eben aufdeckt. Bevor wir wieder mit diesem interessanten Thema beginnen, sei noch der Hinweis erlaubt, dass das Webinar zu reinen Schulungszwecken dient, ja, dass wir keine Handelsempfehlung aussprechen und die Meinung des Referenten muss nicht der von FX Flat entsprechen. Ich übergebe das Zepter jetzt an den Bernhard. Ich grätsch mal kurz rein, bevor der Bernhard losgeht. Ja. Also der Bernhard ist von TTW und die haben diesen Eisbergtracker für ATAS entwickelt. Das heißt, er ist quasi der Spezialist dafür und mit dem gemeinsam werde ich das heute machen. Ich hoffe, man kann uns gut hören und gleich auch sehen. Und ja, schön, dass so viele da sind heute wieder. Dann werden wir dann gleich mal Gas geben. Bernhard, das Mikrofon gehört dir. Wenn Fragen auftauchen zu ATAS allgemein und auch zu dem Tool, ich werde mich da ein bisschen im Hintergrund halten und mit diesen ganzen Fragen dann aufräumen, sollten sie reinkommen von euch. Gell? Also wie immer bei unseren Webinaren, wir leben davon, dass ihr Fragen stellt, so viel wie geht. Und ich werde versuchen zu antworten, so viel wie geht und dem Bernhard dann auch unter die Arme zu greifen, wenn es irgendeine Frage gibt, die eher mich betrifft und nicht seinem Tool. Dann wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Abend und Bernie, du kannst losstarten. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Allen voran mal danke auch an FX Flat für die Einladung und danke Michael dir und dem ATAS-Team für die Organisation. Eine Frage an erster Stelle noch, kann man meinen Bildschirm schon sehen? Also ich sehe ihn sehr gut. Und hören wirklich auch gut. Und es kommen auch schon Feedbacks von den Teilnehmern rein. Haut hin. Perfekt, das freut mich. Gut. Also unser heutiges Thema, wie es der Michael auch schon angekündigt hat, ist das Thema der Eisberge. Und wir haben da einen super Satz eigentlich gleich als Headline. Follow the big money, spot and track Iceberg Order. Ich will auch heute auch nicht auf die Langeweile da irgendwie spannen. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, ein bisschen Grundwissen möchte ich oder müssen wir vermitteln und wir werden uns dann auch den Eisbergdetektor auch im Detail noch anschauen. Gut, dann kommen wir zur ersten Folie. Also ganz kurz, der Michael hat es angekündigt, wir haben eine Partnerschaft eben mit ATAS. Wir sind das Team for Trading to Win. Wir sind ein Team aus professionellen Tradern, Programmierern und Analysten. Und wir haben in einer anderen Plattform, also Bookmap, kennt der ein oder andere, schon Sachen programmiert und haben jetzt unser Portfolio erweitert eben mit ATAS und vor allem haben wir da jetzt die Eisberge, mit den Eisbergen gestartet, weil die Eisberge aus unserer Sicht eine wesentliche Kernkomponente ist im Trading, die sozusagen eine Information darstellt, die nicht jeder sieht, die nicht jeder Retailer sieht, beziehungsweise die Masse an Retailern nicht sieht. Wir im Team visualisieren Orderflow-Events, also sprich wir arbeiten im Kern mit Rhythmik-Daten, mit MWO-Daten und wir visualisieren die, zeigen die am Bildschirm an, um so eben den Trader einen Vorteil im Markt zu geben. Genau. Und das machen wir mittlerweile schon 5 Jahre. Zu meiner Person vielleicht noch ganz kurz. Ich mache das schon wesentlich länger. Es können auch gerne dann zwischendurch eben Fragen gestellt werden. Die übernimmt vielleicht dann der Michael, dass er mir die dann vorliest. Ich bin schon 22 Jahre an der Börse tätig und mit Futures beschäftige ich mich seit 10 Jahren. Davor komme ich, wie so viele andere, wahrscheinlich auch aus der CFD-Ecke. Genau. Die entscheidende Frage, was sind Eisbergordern? Ein Eisbergorder ist im Grunde genommen eine große Order,
die in kleineren Teilorden aufgeteilt wird, auch in sogenannten Branchen. Und die großen Player im Markt, sei es Banken, Fonds etc., die haben eben die Möglichkeit, das was wir Retailer grundsätzlich nicht haben, eben solche Eisbergorder abzusetzen. Und unser Ziel ist es, diese aufzuspüren und ihre Interaktionen rauszufinden. Ja, was haben die vor? Und diese Tranchen, die hier abgearbeitet wird, wie das im Detail dann aussieht, da komme ich jetzt dann gleich bei den nächsten Folien dazu. Wie schon angekündigt, also nicht wir kleinen Retail Trader, also ich glaube, wir alle, was wir da gerade benannt sind, sind Retail Trader. Ja? Also wir verwalten nicht die großen Millionen, sondern wir sind eher in dieser Haltung, dass wir sagen, wo sitzen die großen Player? Und wir sind eher die, wir spüren die großen Player auf und versuchen mit gewissen Möglichkeiten, eben mit Order Flow Events, deren Verhalten zu lokalisieren und zu deuten. Ich werde den Text dann nicht immer vollständig so ablesen, also weil es soll jetzt nicht eine Vorlesung werden, sondern ich habe mir gedacht, ich gestalte das ein bisschen innovativer und kreativer. Genau. Die Vorteile durch die Eisbergorder. Also wir können mit der Eisbergorder einen wesentlichen Einblick in das Marktgeschehen der Käufer und der Verkäufer sehen, der großen Trader, die die Masse an Retail-Tradern eben nicht sieht. Aufgrund diesen Markteinblickes können wir natürlich bessere Handelsentscheidungen treffen. Also man kann ja die Eisbergorder sozusagen standalone traden. Man kann aber die natürlich, und es macht Sinn, das mit einem Bigger Picture kombinieren und dann dementsprechend in seinen Handelsstil mit reinnehmen. Das macht sehr, sehr viel Sinn. Wir können damit natürlich den Markt besser vorhersehen, weil wir genau wissen, an welchen Zonen, an welchen Preislevels sich die Big Player, ich fasse einfach die ganzen Banken, Fonds etc. fasse ich gerne als Big Player zusammen, also dann wisst ihr, was damit gemeint ist mit Big Player. Also diese Big Player können wir dann sehr gut lokalisieren und dann dementsprechend auch sehr gut einschätzen, was die vorhaben. Ja. Aufgrund dessen haben wir wesentlich weniger Fehlsignale. Also ich komme dann auch später noch dazu. Oft werden gern in Balance-Phasen und in Ranges mit Eisbergordern die Positionen aufgebaut und ich kann dann viel besser andeuten, ob ich jetzt eher zum Beispiel einen Ausbruch an die Oberseite habe oder zum Beispiel einen Ausbruch eher Richtung Short. Genau, und aufgrund dessen auch, wenn ich weiß, wo diese Zonen der großen Player sind, weiß ich auch, wo ich gegebenenfalls meinen Stop hinsetze. Und aufgrund dessen kann ich natürlich auch mein Risiko viel, viel genauer setzen und hab schlussendlich auch die Chance, näher am Preis zu sein mit meinen Stop-Losses. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Ein ganz wesentlicher Bestandteil noch von den Eisbergordern. Der ein oder andere wird ja das Thema schon mal gehört haben, Eisbergordern, aber es gehört einfach zur Vollständigkeit dazu. Es gibt nämlich technisch gesehen zwei Arten von Eisbergordern. Es sind zum einen die nativen und zum anderen die synthetischen. Und bei uns jetzt in diesem Tool geht es in erster Linie um die nativen Eisberge. Ja? Das heißt, die nativen Eisberge, die werden direkt von der Börse, wie zum Beispiel eben die CME oder ES, der NQ etc. Gehandelt wird, werden direkt von der Börse unterstützt. Und an dieser Stelle nur mal ganz wichtig, es braucht die MBO-Daten. Also wir brauchen einen Datenprovider, wir empfehlen immer Rhythmic, weil ohne MBO-Daten können wir auf die Order-IDs nicht in dieser Tiefe zugreifen und können dann schlussendlich mit dem Eisberg-Detektor die Eisberge nicht lokalisieren und aufspüren. Und im Gegensatz gibt es dann eben nur die zweite Kategorie, das sind die synthetischen Eisberge
Und die werden jetzt nicht von der Börse unterstützt, sondern auch wieder große Broker etc., große Handelsplattformen wie Trading Technology und da gibt es noch viele weitere, die haben die Möglichkeit, dass man große Order auch wieder stückelt. Ja. Da wird das aber dann nicht von der CME gemacht, sondern da macht es dann die jeweilige Handelsplattform. Das kann man sich auch auf deren Webseiten anschauen, wie das geht. Da sagt man zum Beispiel, man will 1000 Lots kaufen und will die aber nicht zu einem Preis kaufen, weil natürlich, wenn man viel Volumen in kurzer Zeit reinbringen mag, hat man natürlich immer die Gefahr, dass man viel Slippage bekommt und die wollen natürlich das nicht und die wollen auch nicht auffallen. Das heißt, die setzen dann auch wieder ähnlich wie bei den nativen Eisbergen die synthetische Eisberge ab und immer wieder, wenn sozusagen kurz bevor das Limit Order Buch aufgebraucht ist, setzen die dann wieder die nächste Tranche nach. Und an diesem Algorithmus, also wir haben da schon eine erste Version, an diesem Algorithmus arbeiten wir noch, weil es ist ein ganz spannendes Thema auch zu sehen, wie außerhalb der nativen Eisberge mit Liquidität und mit Eisbergordern gespielt wird. Genau, das heißt, das Thema folgt dann auf alle Fälle in einem zukünftigen Update. Ich möchte kurz reingrätschen, bevor du weitermachst. Ja. Zum Thema native und synthetische Eisbergorder, so wie der Bernie gesagt hat, also diese nativen Eisbergorder, die kommen wirklich direkt von der Börse und da gibt es keinen Interpretationsspielraum. Was heißt das? Wenn da steht Eisbergorder, dann ist das zu 1000% eine Eisbergorder. Hingegen, wenn man jetzt mit synthetischen Algorithmen arbeitet und versucht, diese synthetischen Eisbergorder also herauszuholen aus dem Markt und zu schauen, wo die in den Markt positioniert werden. Also der Klassiker zum Beispiel ist rund um den WeWeb, da wissen wir ganz genau, da passiert ganz viel mit synthetischen Order. Der große Unterschied ist dieser, native Eisbergorder, kein Interpretationsspielraum, also wirklich null. Das ist von der Ordernummer her genauso wie es sein soll, kommt von der Börse, wir wissen hundertprozentig, das ist ein Eisberg, der dort liegt oder der dort bewegt wird. Bei den synthetischen Eisbergordern, da gibt es kein Tool, das dir tausendprozentig richtig rausschiebt, wo als synthetischer Eisbergorder. Also dort liegen Algorithmen zur Berechnung dahinter, dass man denen auf die Schliche kommt. Also das würde ich jetzt noch dazu sagen und die Frage von Frederik, wo man die MBO-Daten herkriegt. Soweit ich weiß, FX Flat hat keinen Rhythmik-Datenanbieter, den muss man sich extern holen, kann man aber dann ganz normal in sein FX Flat-Konto handeln. Ja. Gut, Bernie, dann kannst du gleich weitermachen. Ja, danke, Michael, nur für deine Ausführung. War nur ein wichtiger Punkt. Ich kann da vielleicht nur ein bisschen weiter ausholen. Bei den nativen Eisbergen, wie es der Michael richtig gesagt hat, die synthetischen Eisbergen, die lassen natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum über, weil natürlich der Grad zwischen das, ob das jetzt eine normale Limit ist, die was jetzt, also insofern ist ja ein Eisberg-Order, der was nachgelegt wird in das Orderbuch, ist ja ein Limit-Order. Aber es ist jetzt ein Unterschied, ob jetzt einer quasi einfach sagt, okay, ich möchte hier jetzt 5 Lot in den Markt legen zu diesem und jenem Preislevel. Oder wenn ich dann lokalisiere, da kommen gewisse Synergien, sprich da kommen gewisse Abständen zu gewissen Zeiten immer wieder Tranchen ins Buch rein. Also da gibt es dann so Themen wie, wenn auch wieder nur 10 Lot Rest Limits quasi im Buch liegen, dann kommt die nächste Tranche mit 10 Lots rein. Und wenn der das ein paar Mal macht, dann kann man eben sie mit schlauen Algorithmen hier zurechthelfen und deren Interesse oder deren versteckten Spiel lokalisieren und aufdecken und dann wiederum zu seinen Vorteil machen. Genau. Aber wie gesagt, da kommt beim nächsten Update wird das dann auch drinnen sein und das rundet quasi dann das Thema Eisberge dann noch ab. Genau. Kommen wir zur Lokalisierung von einzelnen Eisbergen, weil jetzt spricht man von Eisbergen. Ihr wisst mittlerweile, das sind Order, eben um viel Kapital möglichst versteckt in den Markt zu bekommen. Und was zeigt mir eigentlich so ein Eisberg-Order jetzt an? Also ihr seht hier auf dem Bild,
Ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, ob man meinen Maus sehen kann. Auf der rechten Seite, auf dem großen Bild, sehen wir quasi einzelne Eisbergorder, die schon abgearbeitet sind. Ja? Die sind der Auftrag schon vollkommen ausgeführt. Und wir in der Entwicklerversion sehen, können sogar dann sogar sehen, die Order-ID, die ist jetzt für keinen wichtig. Da geht es nur um zu prüfen, ob wir wirklich in der Entwicklung von dem Tool alles richtig gemacht haben. Ja? Und jeder einzelne Eisberg, den was ihr hier seht, also grün, grundsätzlich ist die Standardeinstellung grün mit Eisberge auf Bit und rot sind die Eisberge auf der Ask-Seite. Und jede einzelne Box sozusagen kann ich aufklappen, also in den Settings reingehen und das schaut dann so aus. Und da kriege ich dann Zusatzinformationen. Also ich sehe, das ist zum Beispiel ein Beispiel, das habe ich mir erst gestern rausgenommen, also generell alle Bilder, die man kann quasi die Bilder jeden Tag erstellen, weil die Eisberge kommen jeden Tag, ja, quasi fast zu jeder Uhrzeit und in der Cache-Session natürlich mehr als wie in der Pre-Session. Aber zu dem Bild hier unten, was sehe ich da? Ich sehe zum einen den Preis. Ja? Das heißt, auf einen Preis in dem Fall von 5771,25 wurde der Eisberg geschlossen. Ja? Das ist genau an dieser Stelle, wo die Fahne hier ist. Er war 250 Lots groß. Dann als nächstes kommt das O, das heißt für Open. Es gibt Eisberge, die sind zwar selten, aber die kommen vor, wo nicht der gesamte Eisbergorder abgearbeitet wird. Weil wie gesagt, wenn der den Trade aufgibt bei der CME, dann gibt der zum Beispiel an 250 Lot Eisbergorder auf. Und der wird dann dementsprechend von der CME abgearbeitet. Und wenn jetzt zum Beispiel hier aber nur 240 abgearbeitet wurden, dann würde hier bei offenen Eisbergen bei O eben 10 Lots stehen. Ja. Dann kommen wir zum D wie Duration. Das heißt, hier hat dieser Eisberg, bis er vollständig abgearbeitet war, 23,3 Sekunden dafür benötigt. Und dann kommen wir noch zum letzten Punkt hier unten, TS, das ist die Tranche Size. Wie zu Beginn schon erwähnt, in dem Fall ist es 20. Das funktioniert so, immer dann, wenn wieder 20 Slots quasi aus dem Buch auf irgendein Level abgearbeitet wurden, dann legt dieser Eisbergorder dann die nächsten 20 Slots nach. Wir sprechen da von Tranchengröße und in dem Fall sind es eben da bei dem Beispiel 20 Slots. Gut, dann kommen wir zur nächsten Folie. Und zwar, das ist schon, da geht es jetzt schon ein bisschen weiter in die Tiefe rein, und zwar das Eisberg-Volumenprofil. Also jeder, der was dementsprechend mit Atlas arbeitet, der weiß natürlich, eine Kernkomponente von Atlas ist die Volumenanalyse. Ja? Nein, nicht. Und der große Unterschied ist, bei dem, was wir jetzt da gemacht haben, hier eben in die Tiefe weiter in den Markt reinzuschauen, ist das, dass wir jetzt ein Volumenprofil entwickelt haben, das was rein auf Eisbergordern abzielt. Ja? Und das macht die Analyse vom Volumen nochmal, ich sag mal so, das hebt es aufs nächste Level, weil ihr müsst euch das so vorstellen: Volumenprofil ist jetzt mehr oder weniger bei der Masse angekommen und das ist wirklich sehr wichtig für Marktvorbereitungen, Bigger Picture Analyse etc. Aber das, was dann nicht viele sehen, ist eben das, was spielt sich da im Hintergrund noch ab. Und wir können da wirklich speziell nur auf dieses Volumen, Volumenprofil uns anzeigen lassen von den Eisbergen. Und mit dem habe ich die große Möglichkeit, wieder eben super Ranges zu sehen. Ich weiß, was wird in einer Range zum Beispiel gesammelt, wird auf Bit gesammelt, also wie in dem Sample jetzt, dann kann ich zu höherer Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass der Ausbruch Richtung Long sein wird. Weil ist klar, die bauen in Ranges ihre Positionen auf die Big Player und versuchen dann dementsprechend mit Market Ordern, also jeder, der was schon länger am Markt ist und das verfolgt, versuchen dann mit Market Ordern den zu pushen mit den ganzen Fake-Outs, was es gibt. Aber wenn ich dann schon mal die Informationen habe,
in welcher Seite dass der Breakout interessanter oder relevanter ist, nämlich aufgrund, wo mit Eisbergen gesammelt wird, habe ich dementsprechend wieder einen essentiellen Marktvorteil gegenüber allen anderen Retail-Tradern. Michael, du unterbrichst mir immer, wenn du noch was hinzufügen willst oder wenn da noch irgendwas, eine Zusatzinformation wichtig ist. Ganz. Nein, du bist da der Profi, was dieses Tool betrifft. Ich habe mir das Testphase zum Glück. Also. Ja, ich habe mir das eine Zeit lang angeschaut und diese Eisberge kommen ja nicht nur im ES, das kommt ja fast in allen Märkten vor. Ja, genau. Für mich ist es halt interessant in den Bondmärkten. Ja. Und was ich halt gesehen habe, in der Testphase jetzt, das war schon schwerstens interessant. Also es gibt wirklich Zonen, da kommen die dann clusterweise rein. Mhm. Ask zum Beispiel. Und natürlich werden die ja alle gefillt. Und die Retailer oder die Normalos oder wir fillen diese ja, wenn wir in dieser Zone dann long gehen, wenn der am Ask mit seinen Eisbären steht. Ne? Mhm. Dann kann man schon wirklich, und es hat relativ gut funktioniert die letzten Wochen, also ich werde mir das noch weiter anschauen, aber es war hochinteressant, weil das ja dann die logische Konsequenz ist, dass dann dort die Retailer long sind, weil die ja die ganzen Eisberge bedienen, zum Beispiel am Top. Und also wenn ich mir ein Tool anschaue und wenn ich mir das schaue, was hätte das für ein Potenzial, also ich würde dann jetzt ganz primitiv einmal sagen, die Richtung stimmt dann schon sehr oft. Also es ist schon hochinteressant, was sich da tut. Und immer im Hinterkopf zu haben, dass 90% der Leute, die handeln auf der Börse, das Geld verlieren. Ja? Und ich glaube halt, dass so große Institutionen, die was da die dicken Orders in den Markt einlegen, halt nicht ständig auf der Verliererseite sind. Ja? Mhm. Also so wie ich das gesehen habe, ist das ein traumhaftes Tool zusätzlich zu dem Ding, was man schon macht. Ja, also es gibt auch dieses Tool ist kein heiliger Gral. Jeder hat seine Strategien, jeder hat sein eigenes Ding. Aber das ist schon hochinteressant, was sich da abspielt. Vor allem, das kann man jetzt das erste Mal wirklich auf einen zeitbasierten Chart. Du kannst das auch auf der Heatmap laufen lassen. Du kannst das auf Range Charts laufen lassen. Du siehst wirklich, wo gesammelt wird und wo sich die mit den Eisbergen in den Weg stellen. Und in dem Screenshot, den du da gerade hast, da sieht man das halt auch gut. Das siehst du halt in der normalen Markttiefe nicht. Ja, genau. Das ist ja das Gemeine. Also da kann es dir passieren, dass die 4000 Order da in den Markt reinhauen und die werden auch bedient. Aber das siehst du in der Markttiefe nicht, weil das Ding halt immer in 20er Tranchen daherkommt und teilweise in ein paar Sekunden abgearbeitet ist. Ja, also und von dem her finde ich, das ist, ja, also ich möchte es nicht übertreiben, aber es ist ein wahnsinnig gutes Tool. Ja? Mhm. Also es ist wirklich einen Schritt weiter. Mir kommt vor, das ist so ähnlich wie damals, wie es noch normale Kerzen gegeben hat und dann irgendwann einmal hat man mit Volumenprofile und Footprints angefangen zum Arbeiten. Da hat man schon mehr gesehen und es ist schon, also für mich persönlich, ich werde das weiterhin nutzen, auch für mich privat, ist es eine geile Sache. Und ich bin dann schon wieder fertig. Ich lese nur noch ein paar Fragen vor. Mhm. Ah, was haben wir denn da? Also, wann wird das Ding für Atlas verfügbar sein? Ich glaube, angepeilt ist Ende September. Mhm. Ja, wir werden, ich komme dann vielleicht zum Schluss nochmal, nein, ist ja wurscht, ziehen wir die Fragen gleich vor. Wir sind da ich mache noch ein bisschen weiter, die sind eher, die kann ich alle beantworten, die haben jetzt nicht wirklich was. Damit genau, zu tun. Also das Ziel ist es Ende September. Wir testen jetzt ja aktuell nur in der Alpha-Version das Ganze durch und es wird das Ganze jetzt dann dementsprechend die Stable bzw. Latest übertragen und da habe ich dann schon gesagt, Michael, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da will ich dann auf alle Fälle nochmal ein, zwei Wochen ordentlich testen, wenn nicht, dass dann irgendein Unterschied ist zwischen der Alpha und der Stable oder Latest und aber wie gesagt, es wird Ende September oder in die ersten etwa Oktoberwochen und so weiter spätestens. Ja, der Marc fragt da und die kann ich beantworten, die Frage, wie und aufgrund welchen Algorithmus erkennt Atlas diese Eisbergorder? Diese Eisbergorder und die Information, dass es sich hier um eine Eisbergorder handelt, kommt in dem Fall, was du gerade siehst, direkt von der Börse. Das heißt, da gibt es nichts zum Erkennen, da gibt es Order-IDs, die kommen von der Börse selbst.
Ja, da geht ein Kunde zur Börse und sagt, ich möchte bitte 5000 Stickel im Markt drinnen haben. Die Börse macht das für diesen Kunden und anhand dieser Order-ID, weil die dann immer dieselbe ist, können wir rausfüttern, wie groß die Order ist, wie lang die Order läuft. Ihr seht hier auch, und das wird der Bernie später wahrscheinlich noch ausführen, diese gelben Linien, die du hast, ihr seht ja sogar, wann diese Order verschoben wird. Ja, und wie die Order verschoben wird, aber wird der Bernie später dazu kommen. Vom Webinar gibt es eine Aufzeichnung auf dem YouTube-Kanal von FX Flat. Das haben wir. Und die letzte Frage, die ich jetzt beantworte, es wird jede Frage beantwortet hier, aber die letzte, was ich jetzt mache, bevor der Bernie weitermachen kann, ob das auch für DX Feed verfügbar ist, wird in Zukunft passieren. Jetzt noch nicht, aber in Zukunft ist geplant, dass dieses ganze Auslesen dieser Order-IDs auch auf DX Feed funktioniert. Bernie, ich übergebe feierlich. Ja, danke für die Beantwortung der Fragen. Genau. Ja, weil der Michael schon die gelben Linien da angesprochen hat. Also wir haben das ganze Kind getauft, Dynamic Iceberg Development, also sozusagen ein Eisberg, der noch nicht abgeschlossen ist, der was noch offen ist, der ist für uns sehr interessant. Ja. Warum ist er interessant? Weil wir wissen ganz genau, auf das Tick genau, wo es zu gewissen Verteidigungen kommen von Preisen oder wo einfach der Markt es schwieriger hat durchzukommen. Ihr müsst euch das so vorstellen, es wird ja am Markt, im Orderbuch, es wird ja so viel gefaked. Ja? Und das ist einfach so eine Leidenschaft von mir und von unserem Team, dass wir diese ganzen Faker, die es da gibt, auch die ganzen anderen Sachen, wie Spoofing etc., aber das ist dann Zukunftsgeschichte, diese ganzen Faker aufzudecken, wie die ihr Spiel spielen. Und Eisbergorder ist aber in dem Fall keine illegale Aktion, sondern wie gesagt, das ist ja von der CME offiziell. Aber ihr müsst euch jetzt vorstellen, wie in dem Bild jetzt, wo der Preis runterkommt und hier sozusagen mittels den Eisbergordern, ich sehe den Eisbergorder, ich kann die ID lokalisieren, ich sehe ganz genau, dass hier auf Bit der Preis verteidigt wird, beziehungsweise dieser Eisbergorder versucht wird abzubauen. Ja. Ich habe da früher, warum sage ich früher, weil aktuell sind es ein bisschen weniger geworden, aber sie kommen jetzt gerade wieder vermehrt, diese DIDs ist die Kurzfassung, also DID steht für Dynamic Iceberg Development, die habe ich rauf und runter gehandelt und das war, ja, ich würde sagen, das war Goldgräberstimmung, weil die waren einfach jeden Tag 20, 30, 40 Stück da. Aktuell kommen sie weniger. Aber was wir jetzt gerade sehen im aktuellen Kontrakt, also im Z-Kontrakt, das ist immer von Kontrakt zu Kontrakt ein bisschen unterschiedlich. Also ich rede jetzt vom ES, das ist mein Hauptmarkt, was ich trade in ES und in NQ. Sind wir gerade im Z-Kontrakt und im Z-Kontrakt sieht es so aus, wie wenn diese DIDs wieder vermehrt kommen. Ja? Und wie gesagt, ich sehe hier den Startpunkt ganz genau, wo diese Order reingelegt wurde. Ich sehe das dann, wenn der Order verschoben wird. In dem Fall ist er nach oben verschoben worden. Und wenn dann der Preis rankommt, dann sehe ich, was wird da gespielt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man sowas sieht, was ich da gemacht habe. Also, glaube ich, brauche ich jetzt nicht ausführen. Ich habe auf jeden Fall CRVs gefahren, jenseits von Gut und Böse, weil ich halt mit sehr engen Stops arbeiten können habe. Und was dann nur dazu zum Sagen ist, es gibt Leute, die sagen, ja, ich sehe ja das alles im Footprint-Chart, wenn wo absorbiert wird, weil dann sehe ich ja da, dass da viel gehandelt wurde. Das mag alles richtig sein. Man sieht Absorption in einem Footprint genauso. Aber ihr könnt zum eins glauben, es macht einen großen Unterschied, ob das jetzt quasi unter Anführungszeichen normale Limit-Order liegen, wo mit normalen Limit-Ordern absorbiert wird, oder ob hier mittels Interesse von einem Eisberg-Order absorbiert wird. Es macht einen großen Unterschied, ja, weil ich da ganz genau, tickgenau sehen kann, auf was für ein Preislevel wird absorbiert, wie groß ist die Tranchen-Size, wie groß ist dieser Eisberg-Order schon und und. Das ist das, was das Ganze so interessant macht. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Folie, weil es zuerst schon angeknüpft war, wann an die Frage, passt das noch ganz gut, wann kommt das ganze Tool, ist nur wichtig, was habt ihr alles enthalten.
Also ab dem Zeitpunkt, wo wir das Official Release machen, gemeinsam, wird es dann beim Starten von Atlas als Indikator in jeder Atlas-Plattform drinnen sein. Ja? Also jeder von euch kann quasi kostenlos die Grundfunktion von den Eisbergohren verwenden. Das heißt, was kann man machen? Man kann die Größe vom Eisbergohr einstellen und alles, jeder einzelne Eisbergohr wird dann quasi angezeigt, aber ich weiß dann natürlich nicht die absolute Größe oder das darüber hinaus. Wie groß ist der? Oder die DIDs zum Beispiel sehen wir nicht, beziehungsweise auch das Eisbergvolumenprofil. Wir schauen uns das dann gleich alles in der Praxis an, wie man das auch anwenden kann. Ihr habt natürlich vom Team TTW den vollen Support dabei und jeder Member bekommt auch einen Premium Discord Account. Also wir haben auch einen Discord Raum, wo man sich mit der Community austauschen kann, von technischen Fragen angefangen bis hin zu Trade Samples, wo Trades gepostet werden von der Community und so weiter und so fort. Genau. Dann die nächste Folie. Also wenn das Ganze dann soweit ist, wird es auch einen Rabatt geben. Also wir werden für eine kurze Zeit eine 60% Aktion für 2 Monate machen. Wenn ihr dann Atlas startet, wird auf der linken Seite so ein ähnliches Bild dann erscheinen, wo ihr wisst, wenn ich dementsprechend da draufklicke, komme ich dann auch auf die Webseite. Unsere Webseite ist eben www.ttwtrader.com und dann gibt es eben die Unterkategorie Iceberg Detector für Atlas. An dieser Stelle noch zu erwähnen, wer mir und meiner Arbeit ein bisschen folgen will, wie ich selbst trade und wie ich die Tools anwende. Wie gesagt, allen voraus habe ich jetzt natürlich viel die Stories etc., was ich gepostet habe mit Bookmap, weil Atlas kommt eben jetzt erst. Der große Launch, das ist ja sozusagen der Pre-Launch. Kann man auch gerne unter trader-berne auf Instagram folgen und allgemeine Fragen natürlich gerne auch an den Support, wo wiederum auch ich und meine Kollegen dann dementsprechend dahinter sitzen. Ja, das wäre es jetzt nochmal im Großen und Ganzen von der Präsentation. Und ich würde sagen, eine Präsentation ist nur so viel wert, wie dann schlussendlich auch die Praxis, was man dann gemeinsam macht. Und das schauen wir uns jetzt einfach dann nochmal an, was das heißt. Michael, vielleicht eine kurze Frage noch an dich. Sind in der Zwischenzeit Fragen reingekommen? Ja, es sind einige Fragen dort. Da gibt es schon einen definitiven Preis, was das kosten wird? Ja, es gibt schon einen Preis. Ich weiß jetzt nicht, man schlagt es mir jetzt nicht. Es wird in der Einführaktion die 2 Monate, werden wir bei 19 Euro liegen. Mhm. Und der reguläre Preis wird sich bei 49 bewegen. Ja, jedenfalls sind wir das wie so. Geregelt, dass für unsere, also für die Atlas-Kunden zumindest das Basistool gratis drinnen ist. Ja, es wird auch nicht jeder brauchen. Ja, so wie nicht jeder das Volumenprofil oder irgendwelche Footprints braucht, es arbeitet jeder anders. Aber das Basistool, das ihr mal seht am Chart, wo die Eisberge aufpoppen, und das ist schon einmal viel wert. Das ist wie gesagt bei Atlas dabei und dann für jeden, der Atlas verwendet, hat das dann automatisch in der Indikationslisten drinnen. Frage ist zwischendrin eingekommen, ob das Ganze auf Range-Charts und auf X-Charts geht. Ja, natürlich geht's. Ich glaube, soweit ich weiß, geht es auf jeder Art von Chart, die Atlas liefert. Hintergrund, Gimmick von mir noch hier. Wir arbeiten gerade an einem Modul, also ein komplett eigenständiges Modul in Atlas, was die Heatmap betrifft. Ja, weil wir haben jetzt da jahrelang immer wieder die Dome-Levels-Indikation optimiert im Chart. Und schlussendlich kommst dann irgendwann zu einem Punkt, wo du dann nicht mehr unter die 1-Sekunden-Charts runterkommst oder wo die Tick-Charts einfach auch schon zu langsam laufen. Deswegen hat sich das Team jetzt von unserer Seite entschlossen, dass es einen komplett neuen Heatmap-Modul macht, das was mehr, ich sage das jetzt bewusst, mehr als konkurrenzfähig zum Marktführer sein wird. Da wird es einige Sachen geben, die wären hochinteressant. Und noch ein kleiner Insider.
Es wird auch ein Optionenmodul geben, wo ihr dann die Möglichkeit habt, Option, Preisbildungen und Optionsdaten direkt in eure Future Charts zu schmeißen. Gell? Der Andi fragt, ob man für die ID von Marktteilnehmern nicht Level 3 Daten braucht. Nein, braucht man nicht. Man braucht MBO-Daten. Und noch etwas, was dann wichtig sein wird, wenn ihr mit MBO-Daten arbeitet, müsst ihr bei Rhythmic die aggregierten Daten ausschalten. Ja. Der Marc fragt, wer der Marktführer ist, wenn nicht Atlas. Naja, es gibt, man kann es auch offen ansprechen, es gibt Bookmap, die machen seit, ich weiß nicht, 15 Jahren, 10 Jahre, 15 Jahre. Ja, sicher so. Die gut auf ein Ding konzentriert und das ist die Heatmap. Und deswegen haben die eine sehr gute Heatmap. Aber wir bei Atlas machen jetzt auch eine sehr gute Heatmap und es wird ein ordentlicher Vorteil sein, wenn du ein gutes Charting und eine gute Heatmap in einer Software hast, die was dir nicht extra was kostet. Ja. Mit CQG-Daten geht das nicht, die liefern keine MBO-Daten. Warte, ich habe da noch ein paar Fragen, bevor ich die wieder losschicke. Jetzt kommen sie nämlich. Mhm. Der Alexi fragt, das könntest du ganz kurz beantworten, bevor ich die nächste Frage durchgehe. Laut Test und Erfahrung funktioniert es gut am ES oder auch am NQ. Ich kann von mir sagen, am ES funktioniert super und an den Bonds auch. NQ bist eher du, Bernie. Du kannst da was sagen. Genau. Ist das? Ich habe das mal getestet. Grundsätzlich, umso liquider die Märkte sind, umso bedeutender sind auch die Eisbergorder. Ich persönlich mache es zum Beispiel immer so, generell bei meinen Traden, für mich, ich trade ES und NQ, also bei mir spielt Korrelation auch eine wichtige Rolle zwischen die zwei Instrumente und mehr Bedeutung und mehr Gewichtung haben die Eisbergorder ganz klar im ES und ich mache dann oft so, ich gleiche quasi gewisse Zonen zwischen ES und NQ ab und in letzter Zeit handelt es ziemlich viel in NQ, ja, macht man mittlerweile richtig Spaß. Dieses aggressive und ein bisschen was fühlen nicht zu wollen, aber dieses schnelle und dann kann ich mir super quasi die Eisberge kombinieren an gewissen Zonen und Level oder Ranges mit dem NQ. Also ja, sie sind auch im NQ da, sie sind aber wesentlich kleiner, aber wenn einmal auch groß im NQ kommen, dann sind die auch oft auch als Standalone sehr, 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 sehr gut. Ja. Ja. Ich mache jetzt noch kurz 3, 4 Fragen und dann lasse ich dich wieder weitermachen. Mhm. So, der Marc fragt später, bitte NQ mal zeigen, weiß nicht, ob das jetzt geht. Man muss dazu sagen, es gibt keine, wenn es dann offen gehabt hast, ist gut, es gibt keine historische Daten im Moment von MBO-Daten. Das heißt, ihr macht den Chart auf, es läuft und ihr kriegt die Sachen rein. Ihr habt rückwirkend keine MBO-Historie. Die liefert im Moment zu uns Rhythmic nicht. Da sind wir noch am Schauen, wie es funktioniert. FGBL, also Eurex-Märkte, was ich weiß, liefern keine MBO-Daten. Außer ich liege da falsch, Bernie. Entschuldigung, bitte. Auf Eurex-Märkte gibt es normalerweise keine MBO-Daten. Ne? Nein, also sind mir nicht bekannt. Ja. Kann man die Größe der Eisberge einstellen? Natürlich, das ist ein ganz normaler Filter, den du setzen kannst, ab welcher Größe, dass du die sehen willst. Und das ist ja ganz wichtig, ich möchte den Bernie nicht zu weit vorgreifen, aber es ist ganz wichtig, dass man mit diesen Instrumenten ja auch Research betreibt. Man schaut sich das Ganze mal an, wie funktioniert das an den verschiedenen Märkten. Und dann wird es ja drauf kommen, an welchen Märkten dass das Sinn macht, an welchen Märkten dass es weniger Sinn macht oder was sich in den Märkten ändert. Also man muss dann schon auch sich beschäftigen ein bisschen damit. So, wird die neue Heatmap zahlungspflichtig sein? Nein, ist immer bei Atlas dabei. So. Genau. Also ich kann da zur Heatmap kann ich nur was sagen, weil ich natürlich auch nebenbei immer mit der Heatmap arbeite. Ich arbeite natürlich mit Bookmap und mit Atlas. Aber ich muss sagen, das, was die Jungs da von Atlas gemacht haben mit der Heatmap, das ist, ja, wie würde man sagen, großes Kino. Also da können Sie die Bookmänner sozusagen schon ein bisschen vorbereiten, dass da was Großes kommt oder schon im Entstehen ist und auch teilweise auch verfügbar ist. Also super ja. Arbeit auch an dieser Stelle, Michael und sein Team. Dankeschön. Der Viktor fragt, wann das kommt. Das kann ich da leider noch nicht sagen. Ich würde es dir gern sagen, aber ich kann noch nicht, weil so ein Development-Prozess doch in Österreich, hat man sagen, eine schwere Partie ist. Also da rennt schon ganz viel Zeit und Arbeit rein.
gell? Genau. Das haben wir auch erledigt. Haben wir auch erledigt. So, na, ist kein heiliger Gral. Gibt es einen Videokurs, wo der Handel mit dem Iceberg Order Detektor gelernt werden kann? Ah, das ist eher was für dich, Bernie. Mhm. Wenn da dementsprechend Bedarf ist, ja, also wir haben grundsätzlich jetzt nochmal ein Wiki auf unserer Website angelegt, wo das Ganze beschrieben ist. Aber ich denke mal, wir werden eventuell entweder so ein Video machen, wobei ich bin oftmals Fan von einfach von der Praxis. Das heißt, wenn wir sowas wie heute machen, nur wenn wir vielleicht tiefer reingehen in die Praxis, wie man das Ganze interpretieren kann und auch damit arbeitet. Also ich denke mal, ich bin ein Fan von der Praxis. Theorie haben wir jetzt erst gesehen auf die Folien. Das ist einfach wichtig, dass man durchgeht, aber ich glaube jetzt, die meisten werden eh schon relativ gespannt warten, wie das in der Praxis ausschaut. Und ja, wir werden sowas in irgendeiner Art und Weise machen. Gut, Bernie, dann schieß los. Dann schießen wir los, genau. Also das, was ihr jetzt seht, ist sozusagen der 5-Sekunden-Chart. Also ich habe mir jetzt absichtlich sehr klein skaliert genommen, damit man sieht, wie mit den Eisbergen gespielt wird. Warum ist das wichtig? Es war ja schon die Frage, da funktioniert das auf anderen Charts etc. auch. Ja, ich kann die Eisberge, den Eisbergindikator, sprich den Eisbergdetektor, kann ich auf sämtlichen Charts anwenden. Also ob das jetzt ein 5-Sekunden-Chart ist oder ob das jetzt ein Tick-Tick-Chart ist oder ob das ein Stunden-Chart ist etc., kann ich überall anwenden. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich hier dementsprechend eine gewisse Duration habe und ich würde jetzt da eine Candle nehmen, die was jetzt das alles zusammenfasst, also diese ganzen 5 Sekunden, dann würde die Fahne sozusagen hier auf einer einzigen Candle bekommen und dann geht natürlich eine wertvolle Information verloren. Das heißt, meine Empfehlung ist es, wenn man mit dem Eisbergdetektor arbeitet, dass man eher immer auch auf kleinere Zeiteinheiten geht, ja? Weil man sonst den Vorteil der DITS, also der Dynamic Iceberg Development, also die offenen Eisberge, den kann ich sonst einfach nicht interpretieren und auch nicht handeln. Ja? Kommen wir einfach mal zu diesem Sample. Also das ist nicht irgendwo weit aus der History, sondern das ist von heute. Genau. Also heute, 24. Ja, passt, von heute. Das heißt, heute um 15.15 Uhr, also noch praktisch vor der Cash-Session, hat sich dieses Event abgespielt. Und was war hier los? Wir haben es in der Folie schon durchgemacht, aber wie gesagt, ich will jetzt das in der Praxis gerne noch euch zeigen und vielleicht ergeben sich dann auch noch die ein oder anderen Fragen dazu. Also dieser Eisberg-Order, der wurde hier, wo dieser Ring ist, dieser Startpunkt sozusagen, in den Markt reingelegt. Um 14.26 Uhr und 10 Sekunden circa. Ja? Da hat der dann in den Markt reingelegt. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir den noch nicht. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir den nicht, weil der Eisberg muss einmal angehandelt werden, damit wir sehen, wo er quasi den reingelegt hat. Dann kommt der Preis sozusagen hier ran an diesen Eisberg-Order und ihr seht, wenn ich da jetzt reinzoome, das ist ganz spannend, dann seht ihr, wie da mit dieser Liquidität in dieser Seite ist mit Ask, ja, immer wieder Tranchen nachgelegt werden. Also immer wenn so ein Punkt entsteht, dann wurde hier der Eisberg-Order wieder angehandelt und es wurde wieder verteidigt mit einer Tranche. Und so etwas, ich glaube, das kann man jeder bestätigen, so etwas, wenn man keine Eisberge hat, man sieht es nicht. Also einer, der was jetzt hier diesen Abverkauf aufgrund von diesem Eisberg gesehen hat, natürlich kann ich jetzt sagen, ich habe da irgendein anderes Level gehabt und ist ja klar, dass da der Markt dreht. Aber so im Detail auf das Tick genau zu sehen, wie hier von den großen Playern gespielt wird, diese Möglichkeit habt ihr jetzt dann eben in Zukunft mit Atlas und mit dem Iceberg Detector. Und ich denke mal, da werden wir viele Retail-Trader, die das nicht nutzen, ausstechen können. Nämlich indem, dass wir uns den Marktvorteil verschaffen, den was die anderen dann nicht haben. Ja, und wie habe ich diese, ich hab schon in der Präsentation angekündigt, wie habe ich diese Dinge
früher, wie die quasi 20, 30, 40 Stück gekommen sind, wie die gehandelt. Ich habe ein relativ simples Handelsstil gehabt. Das Ding hat dreimal angehandelt werden müssen, so wie da jetzt, einmal, zweimal, dreimal. Ich habe eine gewisse Größe gebracht, also dazu waren es ungefähr 500 Lots. Am Ende des Szenarios eingetreten ist, bin ich in dem Fall dann, habe ich eine Short-Position eingegangen, habe wenige Ticks bis ein, zwei Punkte maximal darüber, weil ab und zu schlagt er durch und dann dreht der Markt, also das hat man da gesehen, ab dem Zeitpunkt ist der Eisberg abgearbeitet, er schlagt nur kurz durch, ein paar Ticks und dann dreht er ab. Und das sieht man sehr oft. Warum sieht man diesen Anstieg da? Weil, ganz interessant, haben wir auch analysiert, weil wir kennen ja auch die andere Seite, wir können ja auch mit Atlas noch nicht, aber dann in Zukunft auch Stop-Order tracken. Das wird den Rahmen jetzt in dieser Webinars sprengen, aber ganz interessant ist das, es gibt natürlich andere Big Player auch, die diese Eisberge sehen und die legen sich dann auch oftmals die Stops hinter diesen Eisbergen. Und wenn diese Stops dann getriggert werden, gibt es diesen kurzen Ausschlag. Meistens sind es so ein, zwei, drei Punkte jetzt im ES und dann kommt der große Abverkauf. Also sehr, sehr spannend zu beobachten. Nur mal zur Wiederholung, wir sehen den Preislevel, wir sehen die Order Size, es ist vollständig, also es steht da 0, das heißt, es ist vollständig abgearbeitet worden. Ja, das sind 3250 Sekunden gedauert oder genau, ist die Angabe wieder jetzt in Sekunden. Und die Tranchen Size, was ganz interessant ist, war in dem Fall 50 Lot. Das ist auch ganz interessant zu beobachten, wenn ihr dann bei der Analyse seid. Wir werden da eh dann nur Tipps geben, auf was man achten kann. Achtet auf die Tranchengröße, weil natürlich die Tranchengröße oftmals viel ausmacht. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt eine Tranchengröße habe von einem Lot, weil die in der Regel nicht immer, in der Regel nicht so groß werden, als wie die was ich schon eine größere Tranchengröße haben, also eine Tranchensize. Und der hat jetzt eine 50er Tranchensize. Das heißt, der hat in dem Fall jetzt 6 Tranchen reingelegt. Der hat 6-mal ist der Preis quasi rangekommen und hat mir dann quasi dieses Preislevel verteidigt und er hat sozusagen sein Ziel erreicht. Das war jetzt übrigens gerade ein Signal von einem Eisberg-Order, der reingekommen ist. Hat der dann sein Ziel erreicht. Und das jetzt zu kombinieren mit dem Volumenprofil, auf das möchte ich jetzt dann als nächstes kommen, weil das war jetzt ein einzelner Eisberg-Order, das war eine einzelne Eisberg-Order-ID, wo man sich eine Handelsidee, eine Handelsstrategie zurechtlegen kann, ja, wo man einen Vorteil hat gegenüber dem Rest der Player. Aber was dann ganz interessant ist, ist das, jeder, der was schon länger dabei ist beim Traden, und wie gesagt, ich mache es mittlerweile 22 Jahre, der weiß, es gibt sozusagen die Range-Phasen und dann also diese Balanced-Phasen oder auch Seitwärtsbewegungen. Jeder nennt es anders, aber alle meinen dasselbe, wo der Markt in einer Range tendiert. Und dann gibt es sozusagen diese Breakouts, entweder nach oben long oder nach unten short mit zahlreichen Fail-Breakouts. Und da komme ich jetzt dann zur nächsten Funktion, nämlich das ist dann das hier. Das ist nämlich das Volumenprofil, das was wir ausschließlich Eisberg-Order trackt. Ja. Das heißt, es berücksichtigt mir nur Eisberg-Ordern und das Ganze in Echtzeit. Das heißt, das was ihr hier seht, ist immer die Berechnung auf das, was hier jetzt gerade angezeigt wird in Atlas auf dem Schirm. Ich mache das jetzt einfach mal live vor. Ich wähle einen anderen Zoom-Faktor und ihr seht sofort, wie sich das da in Echtzeit da verändert, sobald Eisberge natürlich reingekommen sind. Wenn es dann irgendwo kein Eisberg-Order war und ich zoome, dann ändert sich in diesem Profil nichts. Genau. Und das ist dann, sind für uns dann ganz spannende Zonen, die wir herausarbeiten können. Also es ist wichtig zu verstehen, dass wir sowohl hier die einzelnen Eisberge tracken, als auch die Summe. Und wenn ich jetzt von einer Summe Eisbergordern ausgehe, dann sehe ich jetzt da zum Beispiel schon ganz was Interessantes. Das hier oben übrigens ist immer das Zusammengezählte. Also grün heißt alles, was auf Bit hier zusammengerechnet liegt. Und rot bedeutet alles, was auf Ask hier zusammengezählt
angezeigt wird. Und bei den größten Balken wird das Volumen dann zusätzlich hier noch angeführt. Genau. Das ist auch eine wichtige Zone. Und wenn man sich das jetzt da anschaut, ich habe hier eine Range, die geht von hier unten ungefähr bis hier oben. Ja. Dann ist diese Range, dann ist wichtig, wenn ich mir so eine Range anschauen will, dass ich weiß, was hier los ist, dass ich immer den relevanten Zoom-Faktor habe. Also es wird jetzt nichts bringen, wenn ich jetzt da extrem weit raus zoome und dann früher oder gestern dann der Preis da auch schon mal reingeht, wenn ich das nicht bewerten will. Ich will jetzt quasi, ihr habt es gesehen, wir haben diesen starken Abverkauf hier gehabt, also was ich vorhin schon angesprochen habe. Imbalance heißt diese Trendrichtung nach unten, Richtung Short und dann hier diese Balance-Phase, Seitwärtsbewegung, Sammelzone etc. Und das ist dann das Interessante, was ist da drinnen? Wird da jetzt mehr mit auf der Eisberg-Order-Seite jetzt mit Bit gesammelt oder auf Ass gesammelt? Und dann lokalisiere ich mir als Trader immer solche Extremwerte heraus, solche Dinge. Ja? Also ich habe jetzt das da eingezeichnet, jetzt mache ich die Linien wieder weg, jetzt zeichnet ihr euch das da ein. Genau. So, das ist jetzt für mich die interessante Zone. Und dieses Eisberg-Volumenprofil ist genau in dieser Zone da entstanden. Das heißt, da ist mit Bit eine Position aufgebaut worden. Und die großen Player, die sind natürlich intelligent, weil die sammeln ja immer, die wollen ja preisgünstig sammeln. Die wollen ja in so Ranges nicht mit Market Order ihre Positionen aufbauen, weil da würden sie ja immer um diesen einen Tick oder je nachdem, wann Slippage bekommen, immer schlechtere Preise bekommen. Sondern wenn ich jetzt zigtausende Lots als Big Player aufbauen möchte, dann mache ich das ja natürlich auf der Limit-Seite und noch besser natürlich auf der Seite, das was die Masse nicht sieht, nämlich mit Eisberg-Ordern. Und wenn ich mir das jetzt da anschaue, in dieser Sammelzone, in dieser Range, und ich zoome mir dann dieses Cluster raus und ich sehe dann, ich habe einen Breakout nach oben, dann ist für mich als Trader das die bevorzugte Richtung. Wenn ich jetzt nämlich das nicht sehen würde, dann handle ich zum Beispiel solche Range-Phasen, solche Breakouts überhaupt nicht. Und würde jetzt im Gegensatz auf der Unterseite ein Breakout sehen, dann bezeichne ich das immer gerne auch als Fake-Out oder als Stop-Fishing, wie auch immer. Aber ich will mit der Informationen in der Range arbeiten. Ja? Und ich hoffe, die Message ist angekommen, dass diese Range, die Summe an vielen Eisberg-Ordern sind, die sind nicht nur die, was wir hier jetzt sehen. Weil das ist mein Triggerwert. Ich habe meinen Triggerwert, ich gehe kurz rein, dann seht ihr auch das Tool, wie das ausschaut. TTW Iceberg Detector, da ist er. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel die Lot Size auf 200 gestellt. Das heißt, alles mit 200 und darüber hinaus wird mir hier noch geprintet, angezeigt. Und im Eisberg oder Volumenprofil sind aber auch dann die kleineren auch drinnen, weil natürlich auch dann die kleineren auch genauso in diesen Ranges wichtig sind. Aber wenn ich jetzt natürlich einzelne Eisberg oder zum Beispiel eben wie diese DIDs handeln möchte, dann muss ich eine gewisse Trigger Size haben. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel runtergehen würde im ES auf 50 Lots, dann würde der Bildschirm vor Informationen übergehen und das ist nicht das Ziel des Erfinders. Wir wollen uns die markanten Stellen, die Big Player heraussuchen. Ich grätsch ganz kurz zwischen eine Berne, weil es gerade so schön ist bei dir am Schirm, der zweite Eisberg von links mit den 1453. Also das ist zum Beispiel was ich auch öfters beobachtet habe und was hochinteressant ist. Du hast hier einen großen Eisberg drinnen sitzen und natürlich, der wurde bedient. Ja, der hat zwar nur Einsertranchen drinnen gehabt, siehe da, auf sowas schaue ich normal nicht. Das hast du mir jetzt gesagt, auf das muss ich vielleicht in Zukunft mehr schauen. Aber das ist so ein Ding, da sind jetzt da zumindest auf den Preis innerhalb von kürzester Zeit 1453 Retailer long gegangen. Und haben diese Short-Eisberg-Order bedient. Und das ist dann genau dieser Abverkauf, der dann kommt, weil dann fliegen irgendwann einmal die Stops vor die Leute, wenn es dann doch in die falsche Richtung geht. Ja. Genau. Also so.
schon sehr interessant, muss ich sagen. Das ist, und ich möchte es nicht zu kompliziert machen, aber ich möchte noch eine kleine Schippe drauflegen. Ich muss mich entschuldigen, weil ich weiß natürlich nicht bei so vielen Leuten, was dabei sind, wo ich wen abhole und wer wie weit in der Materie drinnen ist. Das heißt, Entschuldigung an dieser Stelle, wenn es anders schon ein bisschen zu viel wird, aber ich möchte es einfach sagen für die, was vielleicht schon länger dabei sind im Trading. Da ist nämlich nur eine ganz eine wesentliche Zusatzinformation in dieser Box drinnen. Und zwar, ihr seht es, da steht noch ein A und ein P drinnen. Und das ist jetzt was, also das sind wir von TTW sowieso die einzigen überhaupt, die was sowas machen. Nämlich, wir machen dann noch, es gibt Eisberg-Ordern, die zu einem Teil dann aktiv getradet werden. Das heißt, der kommt mit einer Order-ID rein und sagt grundsätzlich, er will eine gewisse Größe, in dem Fall 1453 Lots, will er auf der Ask-Seite in den Markt bekommen. Ja? Nämlich so, dass er natürlich einen guten Durchschnittspreis kriegt und möglichst unauffällig. Würde er natürlich jetzt das alles aggressiv, die gesamten 1453 Lots aggressiv handeln, also mit Market-Order, dann könnt ihr euch vorstellen, was der für einen Durchschnittspreis kriegt. Er wird extrem viel Slippage bekommen, weil wir haben jetzt aktuell roundabout 120 Lots oder sogar darunter im pro Level, also pro Preislevel im Orderbuch liegen. Das heißt, der würde da schon mal sehr, sehr viele Ticks durchschlagen und würde sich selbst den Preis kaputt machen. Ja, der braucht 14 Ticks. Ja, genau. Der braucht jetzt einen roundabout 14 Ticks, dass er das gemacht hat. Und er will aber natürlich das nicht haben, sondern will dementsprechend das natürlich in besseren Sizes reinkriegen. Jetzt hat da die CME die Möglichkeit, eben hat hier sieht man es sind jetzt hier 669, sind wirklich mit Eisberg-Ordern mit Limit abgehandelt worden. Und dann hat er wahrscheinlich gesehen, dass er nicht mehr die gesamte Größe reinbringt und hat dann den anderen Teil vom Eisberg-Order hat er dann aktiv gehandelt. Das heißt, die 784 hat er aggressiv Market Short gehandelt. Ja. Das heißt, er hat passiv die Position quasi in den Markt gelegt, auf der Ask-Seite, passiv im Orderbuch quasi mittels Eisberg-Order und hat dann gesehen, ich kriege nicht mehr den ganzen Preis, ich will aber jetzt zu diesem Preis unbedingt da mit meiner Position in den Markt rein und hat dann den zweiten Teil aggressiv mit 784 reingelegt. Und das heißt, wenn man die 784 und die 669 zusammenrechnet, kommt man wieder auf die 1453. Genau. Also die Entschuldigung mal da ein bisschen, aber es ist wichtig. Es ist sehr, sehr technisch. Aber ich kann euch versprechen, jeder, was sich mit dieser Technik, mit diesen Eisbergordern in der Tiefe mal beschäftigt, der sieht Sachen, wo er, ja, wie es der Michael vorher schon gesagt hat, wo er den Kopf schüttelt, wo er sich gedacht hat, warum hat Atlas das nicht schon länger, das Tool, oder warum wir vorher erst jetzt vor dem, vor allem, wenn man schon länger dabei ist. Weil jeder hat seine Handelsstile, seine Handelsstrategien und wie ich schon anfangs gesagt habe, man kann solche Dinge standalone handeln. Aber das Ziel sollte das sein, dass ich die Eisberg-Order kombiniere mit dem Bigger Picture. Ja. Also es gibt natürlich bei den Eisberg-Ordern Phasen, wo der Markt zum Beispiel steigt und es wird die ganze Zeit auf Ask mit kleinen Eisberg-Ordern absorbiert. Ja. Dann ist das einfach, das muss man einfach als Trader wissen, gegen einen extremen Trend, wo kleine Eisberg-Order reinkommen, da darf ich unmöglich jetzt sagen, ich bin aber jetzt der Gescheitere und habe die Eisberge und gehe da jetzt einen Short. Das darf man, solche Sachen, solche Basics muss man einfach wissen und darum macht es Sinn, dass man immer auch ein bisschen einen Blick auf das Bigger Picture hat. Ja. Ich sage immer gern, aus der Adlerperspektive sollte man auf den Markt schauen, im Markt einschätzen, im Trend möglichst gut bestimmen, bin ich in einem Trend, bin ich in einer Range-Phase und dann, wenn ich meine Marktvorbereitung gemacht habe, dann schaue ich mir das an, wo sitzen die Eisberge, wo wird gesammelt und dann kann ich meine Trades super suchen, nämlich mit einem super CRV. Und das geht es ja dann schlussendlich auch.
dass ich immer gewisses, dass das Risiko natürlich immer in einem gewissen Verhältnis zu meiner potenziellen Gewinn steht. Ja, ich grätsche wieder mal zwischen rein und muss ein paar Fragen beantworten, weil wir sind schon gleich vor der Zeit her durch. Gell? Also, der Benno sagt, ja, gut fürs Nachschauen, danke. Der wusste die News 30 Sekunden davor, Punkt 16 Uhr, also diese große Order. Das ist natürlich auch irgendwas, was man sich anschauen kann. Wie reagieren denn die Eisbären exakt vor News? Gibt es da vielleicht Insiderwissen oder nicht? Ja, das ist eine ganz eine gute Geschichte, Benno. Danke fürs Nachschauen. Muss ich ganz kurz noch was sagen, was da, auf was da auch blicken könnt? Ihr kennt sie alle, die News-Kalender, also wer es nicht kennt, schaut sie sich das an, es gibt genügend Seiten, die was anbieten, wann die Wirtschaftsnews anstehen. Und was dann auch ganz interessant zu beobachten ist, wann vor den News zum Beispiel so Range-Phasen sind, schaut mal drauf, achtet drauf, was in dieser Range gesammelt wird und was dann bei den News passiert. Ist so, schaut, ich will es gar nicht näher ausführen, schaut einfach mal drauf. Genau. Ich werde da noch ein paar, es sind heute extrem viele Fragen, ich werde da noch ein paar durchgehen. Ich werde leider Gottes, ich habe es euch versprochen, dass ich alle mache, aber ich schaffe es nicht. So, der Victor fragt, heißt das, die Theatersoftware muss tagsüber laufen, um die Eisberge, die vergangenen Eisberge zu sehen? Also ich für mich, ja, wenn ich die Nachmittagssession handle, schalte ich sowieso eine Stunde vorher ein oder eineinhalb Stunden, läuft das Ding. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, ob du die Eisberg-Orders von gestern anschaust. Ja, wir können das noch nicht machen. Vielleicht gibt es sinnvolle Levels, die man sich da holen kann. Das kann der Bernie erklären das nächste Mal. Aber grundsätzlich können wir jetzt noch keine Historie von diesen Informationen bereitstellen. Ja, wir schauen aber, ob das irgendwie funktioniert. So, danke für die Blumen, Björn. Das bedeutet aber, dass die 784 Lot keiner eindeutigen IC zugeordnet werden können. Also aus dem Datenfeed ist das nicht ersichtlich, sondern wird durch den Indikator rein mathematisch ermittelt. Der meint da, die was aggressiv gehandelt hat von den 1453 Bären. Ich kann das nicht beantworten. Ich habe technisch funktioniert so, dass diese Order unter einer Order ID geführt wird. Ja? Und wir haben einfach in unserer Software können wir das feststellen, welche Order-ID quasi ein Eisberg-Order ist. Ja. Und wenn der zweite Teil vom Eisberg eben auf die aggressive Seite rübergeschoben wird, dann wird das unter derselben Order-ID abgearbeitet. Also da gibt es keinen Change drinnen. Ja, die Frage von Andreas verstehe ich nicht ganz. Können Eröffnung und Close derselben großen Marktteilnehmer auch zuordnen? Naja, jetzt verstehe ich die Frage schon. Um was geht's? Er möchte wissen, ob ich jetzt weiß, ob der Order aufgemacht hat oder zugemacht hat. Ne? Und du wirst sehen, wenn du mit dem Tool spielst, da gibt es Leute, die fahren zum Beispiel 222 Lots immerfort. Die werden einmal aufgemacht, dann werden wieder 222 zugemacht. Also so kannst du dann schauen, ob der Positionen aufbaut oder nicht. Aber für mich war das relativ schwierig. Vielleicht gibst du in Zukunft irgendeine Tricks. Der Bernie wird dann was erklären bei den nächsten Webinaren. Also wenn es euch interessiert, werden wir von dem mehr machen. Ja. Ist auch erledigt, ist auch erledigt. Was passiert, wenn mehrere Eisberg-Order aktiv sind, fragt der Marc. Das siehst du, vielleicht ist gerade dann aktiv, Bernie. Kannst ganz auf die aktuelle gehen. Ja, schauen wir mal. Also dir wird jetzt nicht, aber dir wird auf der rechten Seite natürlich angezeigt, dass die Order aktiv ist, wie viel das schon ausgeführt worden ist und wie lange das im Markt drinnen steht. Ja, diese Information hast du auch in Echtzeit. Und wenn mehrere offen sind, siehst mehrere. Also das da geht nichts verloren. Ja. Wie groß man das den Timeframe nehmen sollte, ich glaube, da bist du dort, wo der Berne ist, bei 5 Sekunden, 10 Sekunden schon relativ gut unterwegs. Umso größer der Timeframe wird, der was ausgewählt wird, umso mehr Informationen verlierst. Ob der die Order nachzieht oder sonst was, dann hast du im Prinzip nur mehr eine Fahne und einen Punkt. Also umso kleiner, dass der Timeframe ist, umso mehr Informationen hast du von der ganzen Geschichte. Genau, ja. Also kleiner Insider-Tipp noch, wenn man... Ihr werdet wahrscheinlich die meisten von euch mehrere Charts offen haben und da macht es auch Sinn, dass man sie in Eisberg-Detektor in mehreren Charts reinlädt,
und zum Beispiel in den größeren Zeiteinheiten die größeren Eisberge rein macht, dass man sagt, okay, dann habe ich aber trotzdem das Volumenprofil von den Eisbergen drinnen und dann habe ich aber zusätzlich nur einen 5 Sekunden oder einen 10 Sekunden Chart offen, wo ich dann wirklich mit der Lupe rein reinzoomen kann, so wie ich zuerst gesagt habe, eine Bigger Picture Analyse macht immer Sinn mit größeren Zeiteinheiten und kleineren Zeiteinheiten, aber man kann sich auch den Eisberg Tracker, den Eisberg Detektor eben in den 10-Sekunden-Chart laden und eben zum Beispiel in einen Stunden-Chart oder in einen gewissen Tickgrößen-Chart. Macht voll Sinn und mache ich ja selber auch. Gut, ich habe die letzten 4 Fragen jetzt da. Ich bin ziemlich durch. Ob die Free-Version auch mit DXFeed läuft? Im Moment noch nicht. Also DXFeed geht nicht, wird in Zukunft nachgereicht. Der Indikator funktioniert nur auf Futures und nicht auf Aktien, soweit ich weiß. Und wann das Update kommt, haben wir gesagt, also angetriggert ist irgendwo Ende September. Gell? Gut, ich habe da jetzt alle Fragen durch. Bernie, ich glaube, wir können das heute schließen. Das war eh sehr viel Information für die Leute. Das Feedback ist durchgehend super. Ihr könnt euch die Aufnahme dann auf dem YouTube-Kanal anschauen. Und wir werden euch dann aber auch in Zukunft mit eigenen Videos, mit kleinen Geschichten, mit Webinaren, an jeder Ecke und Ende werden wir uns da ein bisschen beschäftigen mit euch, damit wir euch auch füttern. Wie gesagt, es ist absolut keine Verkaufsveranstaltung hier. Ich hasse sowas. Aber man muss dazu sagen, wie gesagt, die Freiversion ist dabei. Ja, die ist schon Gold wert. Und die Jungs haben da wirklich einen Entwicklungsaufwand eingesteckt. Und für mich testet das aus. Also wie gesagt, für mich ist das einfach ein Megatool, was einen Mehrwert bringt. Auf jeden Fall. Ja. Danke, 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 wow, so viele, ja, Marc, danke, also sehr viele Danke hier, ja, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ja, danke auch an euch, herzlichen Dank für die Einladung nochmal und habe mich gefreut und freut mich natürlich, wenn es gut ankommt bei den Teilnehmern. Ja, ich danke auch euch beiden und ich kann mir vorstellen, dass es gut angekommen ist, es ist ein sehr interessantes Thema. Ansonsten, Iceberg Orders werden nochmal besprochen, zum nächsten Mal am 23.10. Wer so Interesse hat, wieder einschalten. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend und viele erfolgreiche Trades. Ciao. Danke, ciao.